Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Angezockts von Cliff Empire. Cliff Empire? Empire? Ja, Cliff Empire ist richtig. Okay. Wir waren dabei, wir waren dabei, hier ein paar Häuser zu bauen, damit wir ein paar Leutchen dazu kriegen. Wie man sieht, es wollen immer mehr hierher. So, aber was eng werden wird irgendwann in Zukunft, ist Wasser und Essen natürlich. So, wir sollen eine Wasserextraktion bauen. Die braucht dieses Doppelfeld. Ja, und jo. Also bauen wir es hier am Wasser auf dem Doppelfeld. So, wir haben hier eine Info gekriegt. Ah, wir kriegen jetzt also, nachdem wir das haben, auch die Information, wie gut oder schlecht da was ist. Na, hier haben wir zum Beispiel nur 10% Wind, aber dafür 110% Fisch und 90% Sonne. 60% Grundwasser. Im Westen haben wir nur 20%, 10% Wind, also Energieerzeugung hier ist sehr schwer, aber viel Fisch und auch nicht viel Wasser. Und bei unserem haben wir 80% Grundwasser, 30% Sonne, 50% Wind und 60% Fisch. Ja, immerhin, ne? Besser als nichts, sage ich mal so. So, jetzt sollen wir Wasser herstellen oder extrahieren, nennt sich das ja. Da haben wir 2 von 5. Das heißt, wir müssen jetzt einen Moment warten. Ich habe auch keine Ahnung, ob man diese ganzen Gebäude später noch vielleicht vergrößern kann oder irgendwas machen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, wie gesagt, es ist das erste Mal überhaupt, dass ich jetzt dieses Spiel spiele. Ich fand es nur, das, was ich schon gehört, gesehen, gelesen habe, fand ich sehr interessant. Dafür, dass das noch im ganz frühen Entwicklungsstadium ist, kann es schon sehr viel. So, das haben wir wieder erfolgreich erledigt. Es nennt sich übrigens nicht Tutorial, sondern Intro. Ein Kropffeld sollen wir bauen. So, Kropffelder sind nach außen und innen. Wahrscheinlich je nach Witterung wird es da besser oder wenn, weiß ich nicht. Es gibt kleine, es gibt große, da bauen wir natürlich. Bei Nahrung besser gleich mal was Großes. Das heißt, wir bauen erstmal so eins. Mal gucken, wie ertragreich das ist. Ich habe es eben euch nicht gezeigt. Ökologie ist das auf 4. Das braucht 12 Energie, hat 8 Arbeitsplätze. Das hat auch 8 Arbeitsplätze, ist aber in der Ökologie 4 und braucht keine Energie. Von daher ist das erstmal sinnvoll, solange es Ertrag bringt.
Large construction completed. Es hieß ja auch vier Stück. Und vier Stück heißt immer pro. Ja, das ist ein Vierfaches. Und das wäre dann immer nur eins hier. Ja, also das wären zwei und dann zwei einzelne wären dann auch so viel wie vier. Nehmen wir natürlich gleich so eins. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da könnte man es nicht bauen. So, und jetzt sollen wir darauf warten, dass wir dass wir 12 Stück ernten. Hier kann man wohl auch immer sehen, Ästhetik sind wir 18 von 50, Gesundheit haben wir noch nichts, Transport haben wir noch nichts, Entertainment haben wir noch nichts. Prestige, nix. Das dürfte wahrscheinlich hier Gerichtswesen sein, da ist auch noch nix. So, und Touristen könnten wir einen hier beherbergen, aber haben wohl noch nichts. So, wir brauchen übrigens 10 Energie, haben durch den Wind schon alleine 16 und durch die Sonne 15. Also, das bringt maximal 18. Nein, bringt im Augenblick 18. Maximal 60 Kilowatt. Und der Wind maximal 32 und generiert 16. Ach ja, hier ist das. Genau, das habe ich nämlich gesucht. Das, was vorhanden ist. Das, was rot ist, haben wir mehr, als in unserem Warenhaus verfügbar ist. Oder Platz hätte. Also Wasser produzieren wir und was ist das? Batterien produzieren wir. Also hier haben wir nicht genug Platz, sprich da bleibt irgendwo was liegen. Also mal ein bisschen die Zeit schneller laufen. Objective completed. Aha, okay. Ja, wie ihr seht. Hier haben wir täglich Überproduktion und hier haben wir Unterproduktion. Wenn ich das so richtig verstehe, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, Nahrung zu produzieren und haben jetzt auch ein bisschen Nahrung. Ja, hier sieht man den Verbrauch hier unten. 3 Wasser verbrauchen wir, 66 haben wir, 4 verbrauchen wir, 50 haben wir. Ökologie ist bei 100%. Energie haben wir auf jeden Fall über 100%. So, eine Metamine. Eine Metamine braucht auf jeden Fall ein großes Feld, also so ein Vierfach. Und dann wollen wir die doch mal bauen. Aber wo bauen wir die? Ich möchte sie nicht hier bei der Nahrungsproduktion hinsetzen.
Was ist? Ach, da ist es frei. Ah, das ist ein Einerfeld, ja. Da ist noch nichts. Ich denke mal, das macht Sinn, hier das direkt daneben zu setzen. Uranmine. Eine Metamine. Ökologie minus 5, okay. Und die haben wir mit dem wieder aufgehoben. Was diese Sozialcharges sind. Sind minus 8. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. So, wir haben ein paar Häuser. Large construction completed. Okay, das Ding ist fertig. Batterien, aber was? Ah, hier, das ist Meta. Da verbrauchen wir mehr, als wir produzieren, wie man sieht. Na, und das brauchen wir aber, wenn ich das richtig sehe, nur für Konstruktionen. So, er packt jetzt hier schon das Getreide aufs Feld, weil das Lager wird zu klein. Können wir das Lager irgendwie aufrüsten? Nö, können wir nicht. 4 Meter hat er. Das kann man wieder zumachen. 4 hat er produziert. 5. Und wir warten jetzt auf den 6. Objective completed. Jawohl, wir haben es geschafft. So, wir sollen diese 3D-Printer sollen wir bauen. Dafür brauchen wir auch wieder ein großes. Mal, das sollten wir aber schon hier dicht ran bauen, damit der Transportweg nicht zu lang ist. Bauen wir dahin. Ja, wie man sieht, was ist das? Ah, da werden die Batterien hergestellt. Ja, Batterien haben wir mittlerweile so ein bisschen Überschuss, genauso wie wir Wasserüberschuss haben. Und Grain ist, glaube ich, Getreide. Haben wir auch einen Überschuss, ja, sieht man ja hier auch. So, Taschenlampe kann man wieder ausmachen. Large construction completed. Gut, das haben wir fertig. Jetzt sollen wir, was sollen wir bauen? Engines? Ich
Sollen wir bauen und Furnitur. Sollen wir bauen. Okay. Wie sieht das mit der Energie aus? Immer noch bei über 200%. Jeweils eins hat er gebaut. Ja, dann müssen wir dann wohl auch wieder mal warten, bis wir fertig sind. Weiß ich nicht, was es ist, und Gadgets. Garbage ist Müll. Haben wir zum Glück bisher noch nicht. Bei Gelegenheit müssen wir dann tatsächlich wohl mal ein weiteres Haus bauen. Ist die Frage, ob wir dann nicht sogar beigehen und ein größeres bauen, aber bin ich mir im Augenblick wirklich noch nicht so ganz im Klaren drüber. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, was wir hier an Platz noch brauchen werden. Na, baut man jetzt tatsächlich denn von diesen 4x4, 2x2 Feldern, haben wir nicht so viele. Aber von diesen haben wir auch nicht unbegrenzt. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, habe ich wahrscheinlich gemacht. Aber ja, von denen hier haben wir 4, 5, 6, 7. Da ist auch noch eins. Sind auch 8. Und die Sechserfelder haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, aber wir sind mit dem hier fertig. Was kommt als nächstes? Ein Trading-Portal. Das heißt, wir sollen handeln. Und da kommt jetzt schon das erste große Teil. Dafür brauchen wir ein Sechserfeld. Und da haben wir ja zum Glück hier was frei. Ein Trading Portal. So, das bauen wir mal eben. Und die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Wie weit ist es? Oh, das können wir ruhig noch einen Moment länger laufen lassen. Da wird es wieder hell, da sehen wir was. Wie weit sind wir? 15 von 30. Okay, dann lassen wir das nochmal schneller laufen hier. Von 30. Gut. 22 von 30. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge dieses Angezockts. Ich denke mal, wir werden tatsächlich 4 Folgen machen und das dann danach abbrechen, aber das überlege ich mir noch. Also in diesem Sinne, ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht und schön die Glocke anschalten.
damit ihr informiert werdet, sobald der nächste Teil online kommt. Das wird dann morgen 14 Uhr sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.